EA Sports. It's in the game. Real gegen Atletico, das ist viel mehr als bloß ein Fußballspiel, Buschi. Ja, Rolf, da stecken Emotionen ohne Ende drin. Das ist Fußballgeschichte, das ist vielleicht das Größte, das Wichtigste aller Stadtduelle. Und jetzt geht's los. Und damit geht's hier los. Los geht's. Antoine Griezmann. Tor durch Griezmann. Der ist so wichtig für seine Mannschaft. Genau diese Tore brauchen sie von ihm. Der Ball geht zu Ronaldo. Riesenchance. Ronaldo, er macht das Tor. Und das ist Cristiano Ronaldo. Klasse. Cristiano Ronaldo ist durch. Super von Ronaldo. Er zieht vorbei. Das muss mindestens gelb geben. Da geht er viel zu hart hin. Oh, oh, oh. Könnte sich verletzt haben. Es gibt gelb. Und einen gefährlichen Freistoß. Das ist natürlich jetzt die Chance, dieser Freistoß. Auf genau diese Situationen lauern sie. Cristiano Ronaldo ist einmal mehr der auffälligste Mann auf dem Rasen. Oh ja, da könnte was draus werden. Ist eine gute Position. Natürlich nie so gut aus bei einem Eigentor. Aber was willst du da machen? Du willst ja irgendwie das Gegentor verhindern und dann passiert's. Jetzt liegt Real Madrid vorne. Jetzt die Gelegenheit. Sauber vom Ball getrennt hier. Ball bei Marcelo. Casemiro. Und jetzt Toni Kroos. Jetzt Karim Benzema. Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Felipe Luis jetzt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und den spielt er gleich wieder zurück. Casemiro. Und jetzt Toni Kroos. Ronaldo am Ball. Das könnte die Chance werden. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Er versucht's. Das ist noch gefährlich. Jetzt Karim Benzema. Cristiano Ronaldo. Gut geklärt. Das war wichtig. Wird das seine Torchance? Da holt er den Ball zurück. Jetzt Cristiano Ronaldo. Jetzt Karim Benzema. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Der Ball ist raus. Die Gefahr ist erstmal vorbei. Jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt ein Schuss. Gute Gelegenheit. Da hätte er den Ausgleich erzielen können. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt. Vielleicht läuft es dann ja besser.
Und jetzt Toni Kroos. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Casemiro. Und nun Carvajal. Jetzt Modric. Und jetzt Toni Kroos. Das könnte eine Gelegenheit werden. Schuss! Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Den Ball kann er klären. Casemiro. Jetzt Modric. Und da kommt das Zuspiel. Der Ball wurde weggefaustet. Das könnte gefährlich werden. Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen, abseits. Ball bei Marcelo. Der Ball auf den Flügel zu Ronaldo. Jetzt Karim Benzema. Da kommt der Schuss. Das war jetzt aber mal eine gute Szene vom Torhüter. Ja, aber leider einer der wenigen bisher heute. Das ist nicht sein bestes Spiel. Jetzt wird's gefährlich. Er zeigt auf den Punkt. Elfer. Es gibt die Elfmeter. Und gelb noch dazu. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Da gibt es kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Ja, jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Ball im Aus, das gibt Ecke. Gar keine schlechte Gelegenheit eben, sieht man ja hier in der Wiederholung auch nochmal. Und jetzt ist der Ball geklärt. Und nun Carvajal. Casemiro. Jetzt Ronaldo am Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Jetzt können sie nachlegen. Gibt Ecke. Jetzt Modric. Jetzt Karim Benzema. Jetzt vielleicht. Kroos! Ganz starke Aktion vom Torhüter. Und erstmal geklärt. Casemiro. Und jetzt Toni Kroos. Ball bei Marcelo. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Das macht er gut. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Guter Einsatz, er hat den Ball. Jetzt Karim Benzema. Ronaldo am Ball. Und er geht am Gegenspieler vorbei.
Gareth Bale. Trifft er, ja, drin, Tor. Sie setzen noch einen drauf. Sie sind klar überlegen und das sieht man jetzt auch am Spielstand. Hier nochmal das Tor von Real Madrid in der Wiederholung. Von links zirkelt er da den Ball herein. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer. Präzise Hereingabe hier und dann macht er es aber auch klasse im Abschluss. Da bin ich bei dir. Tolles Timing in der Luft. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Pass auf die Außenbahn. Jetzt Modric. Souverän, er hat den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und jetzt der Schuss. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Ball bei Marcelo. Jetzt Karim Benzema. Gutes Zuspiel für Ronaldo. Und er gewinnt den Zweikampf. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Er schießt. Und da ist das Tor. Da macht der Joker sein Tor. Glückliches Händchen vom Trainer. Geht jetzt vielleicht noch was für Sie. Wahnsinn, wie Sie hier ins Spiel zurückgekommen sind. Jetzt nur noch ein Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Zu 2 also. Da ist alles drin. Jetzt Gareth Bale. Casemiro. Und jetzt Toni Kroos. Ball bei Marcelo. Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. Da steht die Abwehr sicher. Knapp war er da im Abseits, wäre aber auch nicht gefährlich geworden. Und nun Sergio Ramos. Jetzt Gareth Bale. Jetzt wird's gefährlich. Cristiano Ronaldo. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Varane am Ball. Jetzt Modric. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Den Ball holt er sich. Gut gemacht, vorbei am Abwehrspieler. Der weite Ball für Karim Benzema. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Varane am Ball.
Nun Ronaldo. Und jetzt Toni Kroos. Jetzt Modric. Casemiro. Ball bei Marcelo. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Luka Modric! Der Pass, nichts zu halten hier. Das Tor geht absolut in Ordnung. Sie bauen damit ihre Führung aus, zweifellos verdient. Den Schuss hat er schön angeschnitten. Da zeigt er sein ganzes Können. Er hat einfach eine geniale Schusstechnik. Ein super Tor. Spielstand 4:2, 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Das könnte die Chance werden. Da holt er den Ball zurück. Das könnte gefährlich werden. Guter Pass, das könnte schon. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Gutes Tackling auf außen. Ball draußen wird Einwurf geben. Felipe Luis jetzt. Der Ball ist draußen, da kam das Zuspiel nicht an. Jetzt Modric. Jetzt Karim Benzema. Da geht er dazwischen. Jetzt vielleicht. Da ist er drin, ein tolles Tor. Super, dieses Passspiel. Dieses Tor war natürlich perfekt ausgespielt. Ganz starke Vorstellung heute und selbst jetzt, kurz vor Schluss, machen sie weiter Dampf. Einfach gnadenlos überlegen. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Felipe Luis jetzt. So ein bisschen sind wir noch zusammen. 5 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Die Schlussphase der Partie bricht an und die Fans geben nochmal Vollgas. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob sich das auf die Mannschaft überträgt. Jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt Gareth Bale. Und jetzt die Real. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. Das Tor hat er richtig gut gemacht. Sieht man hier auch nochmal in der Wiederholung. Klasse Kopfball. Hat er super gemacht. Hier nochmal das Tor von Real Madrid in der Wiederholung. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen.
Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Und da haben wir es nochmal, das Kopfballtor, Buschi. Ja, Wolf, da hat's gepasst. Aufmerksam vorbereitet, kühl verwandelt, klasse. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ramos klärt, Gefahr vorbei. Jetzt Gareth Bale. Jetzt Modric. Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Cristiano Ronaldo. Und so wird das nix, den hält der Torwart natürlich. Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. Der war zwar recht lange unterwegs, der Ball, aber den musst du trotzdem erstmal halten. Hat der Keeper richtig gut aufgepasst und den Schuss entschärft. Das war eine richtig gute Chance. Ja, eine klasse Ecke und dann wird es eben auch gleich gefährlich. Vorbei, das Spiel ist zu Ende. Einseitige Partie heute, oder Buschi? Ja, viele haben ganz bestimmt gedacht, irgendwann schalten die doch mal einen Gang zurück. Aber nix, immer weiter ab nach vorne. Klasse. Deine Meinung zur heutigen Leistung von Cristiano Ronaldo? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.